Hallo Freunde, heute zeige ich euch ein paar Maßnahmen, welche ihr ergreifen solltet, wenn ihr für ein paar Tage wegfahrt. Allerdings sind diese auch nicht für mehr als eine Woche geeignet. Tipp Nummer 1 und 2. Stellt eure Pflanzen, wenn sie in Kübeln stehen, in den Schatten. So verbrauchen sie deutlich weniger Wasser und können deutlich länger überleben. Und wenn ihr sie eng aneinander stellt, spenden sie sich noch gegenseitig Schatten. Ein weiterer Tipp ist dieses einfache Bewässerungssystem. Es gibt diesen Vogel in verschiedenen Größen und er gibt das Wasser nach und nach in euren Blumentopf ab, so dass eine konstante Feuchte erhalten bleibt. In der größeren Version könnt ihr das natürlich auch noch mit Pflanzsäcken für eure Bäume machen. Da ihr jetzt nicht jeden Tag Schnecken sammeln könnt oder jeden Tag etwas streuen könnt, solltet ihr da mechanische Wege suchen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel hier der Schneckenkragen. Diese könnt ihr auch aus Joghurtbechern oder ähnlichem selber basteln. Ein weiterer mechanischer Weg, Schnecken fernzuhalten, ist Kupferdraht, den ihr flächendeckend umspannen solltet, damit auch keine Lücken entstehen. Wenn ihr des Öfteren wilde Katzen und Kaninchen in eurem Garten habt, könnt ihr diese mit ausreichend Pfeffer zumindest aus euren Beeten fernhalten. Worauf ihr auch achten solltet, ist eure Beetpflanzen nicht zu oft zu gießen, da diese dann die Möglichkeit verpassen, die Wurzeln in die Tiefe zu bilden anstatt in die Breite. Um eine schnelle Verdunstung eures Wassers zu verhindern, lohnt sich der Gebrauch von Mulch. Das sind zwar alles kleine, aber feine Möglichkeiten, die ihr verwenden könnt, allerdings sind sie natürlich nicht ausreichend, um mehrere Wochen in den Urlaub zu fahren. In diesem Fall sollte man sich einen guten Nachbarn zulegen oder sich mit einer guten Bewässerungsanlage ausstatten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.